Alter Falter, die haben hier irgendwas gebaut. Ich kann es nur halb erkennen. Ich laufe da jetzt mal drauf zu und dann schaue ich mal, was das ist. Ich glaube, ich bin bei Balota. Müsste das Balota Airfield oder sowas sein? Ich bin mir nicht sicher. Holy Hast moly. Hast du nicht auf den Spawn geachtet? Nee, nee. Aber, Junge, wenn du das nachher siehst. Alter Falter, das ist. Das ist eine Raketenstation. Ungelogen, das ist echt eine Raketenstation. Ich dachte erstmal. Du musst eine Atomrakete abschießen kannst. Ich dachte erstmal, das sah so aus wie so ein Kolosseum oder so, aber das ist eine Raketenstation. So ist eine Raketenstation. Ihr lacht, ne? Kommt erstmal auf den Server, ihr Wichser. Ja, ich bin ja schon am Einloggen. Wisst ihr, Leute, da will man mal aufnehmen, ne? Ja. War gesagt, so 6 Aufnahmen, wir haben schon 7 Uhr. Und ich bin der Einzige hier auf dem Server. Ja, genau. Warte mal kurz, ich mach mal kurz meinen Ofen an. Ja, aber ich glaube, die hat keinen Eingang. Ich glaube, da kann man nur mit dem Helikopter reinfliegen. Nee, nee, du brauchst eine Atomrakete, um drin landen zu können. Da steht doch einer drin. Echt? Ja, du musst das mal angucken. Komm, back dich rein und steig ein. Ich versuch's. Aber die Wand ist so dick. Die haben hier das. Wie lange dauert das denn, so eine Scheiße zu bauen? Holy moly. Bin ich denn? Oh mein Gott! Ich bin auf dem Server. Ja, dann guck mal im Loudscreen, siehst du dieses Kolosseum, das ist so eine. Oh, das ist doch. Hey, das ist voll komisch, was soll denn das sein? Ja, aber du bist schon irgendwie so gerade ein bisschen verwirrt im Kopf, kann das sein? Warte, 0, 0, 0, 0. Mal schauen, ob die Saves aufgehen. Ne, Combination Incorrect. Das ist voll das Komische, das ist. Ich weiß nicht, was soll denn da sein? Hey Mucke? Ja, bitte. Hast du denn schon mal erwähnt, dass es voll das Komische ist, oder hab ich das, ist mir das nur entgangen? Das ist eine halbe Rakete. Achso, musst noch fertig bauen, dann kannst du damit losfliegen. Obwohl, nee, das ist eine fertige Rakete. Die werden doch, unter den Raketenspots ist doch immer Luft frei. Da müssen ja die Abgase und, ne? diese Spur muss da hin. Alles klar, ich weiß genau, was du meinst. Jo, Luca ist inzwischen angekommen. Ja, Luca, dann sag doch mal, wie sieht das hier aus für dich? Ja, wie eine Arena. Ja, und was? Also wie eine Fußballarena oder? Auf jeden Fall nicht wie eine Raketenabschussstation. Okay, aber wenn das eine Fußballarena sein sollte, was macht denn dann diese große Rakete da in der Arena? Sieht aus wie ein Aussichtsturm. So ein Vorbau von der Antenne von Green. Okay, also wie eine Antenne. Eine raketenförmige Antenne. Luca, kannst du mir das noch ein bisschen genauer erklären, was denn in so einer Fußballarena so eine raketenförmige Antenne zu suchen hat? Ja, das ist besserer Empfang für die Übertragung. Ach so! Ja, ne? Okay. Bist du hier am Eingang? Nee, ich bin da nicht. Ich bin gerade das Airfield am Stiebitzeln. Aber nicht, dass du da stirbst, ne? Nein, nein. Ich bin übrigens jetzt auch da. Bin auf der anderen Seite des Airfields. Richtung Sterne. Okay. Ich nehme hier für den Mucker sogar eine Extraladung Morphin und Painkiller mit. Man weiß ja nie, was der ist. Ich habe auch schon Morphin und Bloodpicks mal mitgenommen, weil ich weiß ja, Perry Team killt gerne und Morphin, weil ich mir gerne die Beine breche. Aber die Stadt hat eigentlich nichts. Wir laufen gleich weiter. Ich schätze mal, dass die Leute hier wie auf jedem Epoch-Server einfach Biber komplett zugebaut haben. Nein, mein Vater. The final countdown. De 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 de. Luca bleibt nur übrig. De 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 de. Weißt du, was ich hoffe? Ich hoffe, dass die Leute hier nicht wie auf allen anderen Servern so Sniper. Oh, guck mal, was ich gefunden habe. Guck mal, was ich da gefunden habe. An einem Haus, wie du nicht wegbekommst. Meinst du nicht, wenn wir anschieben? Mit dem Fahrrad? Ich wette, so eine Cessna kannst du zu Fuß anschieben. Im Real Life.
der Rotor aber ein bisschen, ey, der wird sogar funktionieren. Kann man einsteigen? Einsteigen. Das klappt nicht so. Ja, machen wir rückwärts dann. Curry, gibt's nicht meine Flugzeuge. Curry schiebt man mit einem Fighter dann. Okay, komm, dann laufen wir weiter. Ne, weil ich glaube, so ein einzelner Mensch könnte locker so eine Cessna auf dem Airfield oder so. Ja, wie soll ich sagen, ne? Anschieben oder ziehen, halt so wegziehen. Ich meine, wenn man mal DSF guckt, so, ne? Lukas Mutter, die zieht auch LKWs. Und so ein leichtes Flugzeug sollte da einfach sein. Boah, er war manchmal gegen mich, ne? Fabi ist ja nicht da. Ey, ist so. Was ist eigentlich mit. Möchtest du gegen Fabi was sagen? Das Video kommt erst Freitag raus. Fabi. Nö, Fabi ist cool. Ich halte mein Wort, ja. Der Luca hat mich mit Fabi so eine Wette geschlossen, dass er nichts gegen Franzosen oder gegen Fabi sagt. Bis zu seinem Geburtstag. Und dann bekommt er einen Skin geschenkt. Also der Skin, seiner Wahl. Der Skin, also okay, ich wollte schon sagen. Sonst wäre es mir nicht wert gewesen, 5 Tage drauf zu verzichten. Hey, wann läuft denn das schon? 2 oder 1 Tag, keine Ahnung. Hier ist eine. Ja. Guck mal, hier wurde irgendwas gebaut. So eine Mini-Tür. Das Ding ist halt. Galileo Mystery anrufen. Das ist ein AI-Kartel-Haku. Guck mal auf der Map. Ich glaub, eher böse. Jetzt die Frage ist, sind die böse oder gut? Ich bete. Mal gucken. Ja, das ist ein Epoch. Also wir haben auf jeden Fall ganz, wir können das easy. Epoch-Bots einfach reinlaufen, looten. Wir stehen in Little Bird. Halt mal hier. Und Motorrad das steht hier auch. Das Motorrad ist nicht gedockt. Drin. Aber echt nicht? Leer und kaputte Reifen. Hier sind tote Spieler mit Waffen. Ihr könnt hier looten. Wo ist hier? Open Alice Back. Links am Eingang. Ist er schon drin? Eine komische Baracke. Bin jetzt in der Baracke. Der hat eine L85 L86 A2 LWS. Ja, das ist die MG-Variante von der L85. Ja, wollt ihr die nehmen? Nix. Ich hab die mal mitgenommen. Au! Wirst du beschossen? Nee. Oder habt ihr euch gegenseitig nur einfach umgedreht? Jetzt vom Erde steht ein Pickup mit Disch. Ja. Nice, wenn der funktioniert. Ist ja das gespawnt gewesen, Perry? Nee, ne? Ne, die Pickups funktionieren nicht. Also hier war anscheinend schon jemand. Essen ist hier auf jeden Fall. Können wir mal mitnehmen. Mega cool gemacht. Nice, Perry. Gut, am besten dieselben Gebäude wie ich. Hier war noch eine Bandage, ja? Bandagen sind wichtig, ich habe nämlich keine mehr. Noch 2 zur Not. Oh, hier liegt ein Skin. Wen habe ich denn hier? Bauen Skin. Luca, möchtest du nochmal hochkommen? Du? Also, ich habe diese DMR. Ach so. Mit 9 Magazinen. Echt? Ja, auch wenn ich die gar nicht aus der Kiste hier nehmen kann. Gib mir die DMR! Wo finde ich denn diese DMR? In so einem Haus. Oh ja. Oder? Ich würd gern meine PKP gegen so eine DMR tauschen. Hallo, ich bin im Nachbargebäude. Es sind noch 2 zusätzliche PKM, Max. Hast du aber was draußen? Hey, jetzt. Bei mir ist da keine DMR drin. Ja. Bei mir ist in der rechten eine DMR. Ich komm hoch. Ja. Bei mir liegt noch eine G36C, eine M41 CCOSD und 2 PKM Magazine. Und PKM? Für die CCOSD habe ich ein Magazin. PKM ist die, ich glaube. Ich nehme hier mal 2 mit. Also DMR habe ich auch bisher keine.
Vielleicht. Nee, ist hier ist eine drin, aber die können wir nicht rausnehmen. Ja, wahrscheinlich hatte ich schon mehr rausgenommen gehabt und genau. Ist einfach nur ein Anzeige-Bug. Also dann müssen wir auf jeden Fall schon mal, wo wir nach dem Server Reset hingehen. Richten den anderen wieder runter. Auch noch Kisten. Was machst du da? Achso, das war die Leiter. Ich höre nur ein Glock, 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 Glock. Du kommst noch die anderen Gebäude ein bisschen durch. Ja, da oben, ne, diese, habt ihr mal diese Aussichts... Habt ihr den Zwei-Nest da oben gesehen? Ja, ne? Diese Aussichtstürme haben so ein ist das ein M2? Ja, ne? Ja, müsste sein. Komm mal hinter das Haus, Luca. Jetzt wieder am Pool. Ja, das Wasser sieht aber voll komisch aus, ne? Oh, die Wasseranimationen in Arma, ne, die sind der Hammer. Ich liebe. Ja, ne, wenn man sich bewegt, ne? Aber wir müssen echt mal morgen... Ah, was morgen? Nach dem Story sollten mal hingehen. Warte mal, Mucka, meintest du das M2 hier oben auf dem, auf diesem kleinen Turm hier? Ja, oder ja. Das oben auf dem Haus? Guck mal auf das Haus drauf. Ich gleich. Das ist voll die Villa hier so. Auf das Haus. Ach, da oben. Ja. Okay, da ist auch eins. Ich geh jetzt gerade schon mal in den Supermarkt. Jo. Ich guck mir gerade hier die Base an. Mir scheint nichts Besonderes. Oh doch, eine Leiche ist hier. Liegt eine M19. M107 Leiche. Habe ich mir mal mitgenommen. Also hier, ja, ist eine hier ist eine PKP, wenn die eine haben möchte. Ja. Einen Rucksack packen kannst du die nicht, oder? Ich versuch's. Ja, ansonsten warte ich, komm. Hier ist wahrscheinlich einer runtergefallen, hatte dann gar keinen Bock mehr. Ich hab Two-Stroke Engine neu gefunden. Meinst du auf dem Server was wert? Eigentlich nicht. Okay, ich kann die Waffe doch mitnehmen. Ja, ich bin schon da. Die Magazine für die M107? 30 Schuss. Nice. Hier kann man Zelt sogar durch die Wand sehen und looten. Wenn die besten Basen. Hier kannst du. Oh, pass auf, Zombies kommen da. Hast du es doch mitgenommen? Okay, die haben da. Ja, ich hab's mit. Die haben Botnik und so. Und mal die Zombies mal im Tod. Die haben Botnik drinstehen, SUV drinstehen, Helikopter. Eigentlich ist die Base mega dumm gemacht. Vom Berg aus kannst du komplett da reingucken. Ich glaube in den Supermarkt. Jo, ich komme auch. Nicht in den Supermarkt, in die Schule, die ist weiter Richtung Norden, glaube ich, ist das. Ah, da war der Gebäude. Also wir haben auf jeden Fall, da es der Epoch ist, ziemlich schnell eine sehr starke Bewaffnung gefunden. Als nächstes werden wir mal schauen, vielleicht gefällt uns sogar der Server. Ich muss sagen, die Custom-Gebäude und so haben mir bisher alle gefallen. Auch, dass die alle so ein bisschen geupdatet haben. Ne, die haben da ein super... Ah, hier ein Krankenhaus. Können wir eben looten. Lass uns am Krankenhaus treffen. Das ist in der Nähe von der Kirche. Okay. Oh, ich sehe es. Ich bin auf dem Weg hin. Ich frage mich, wie meiner gestorben ist. Die Scheiben sind jetzt von Anfang an. Lol, das sind so Krankenhäuser, die man, wo man durchgehen kann. Oh, Tatsache, das sind voll die coolen Krankenhäuser. Ich glaube, die kommen jetzt auch mit einem neuen Patch. Jemand Stockwerk nach oben. Meinst du, da sind keine Custom-Krankenhäuser? Ich weiß nicht. Du bist schon hier oben, oder? Ja, ich habe mal Antibiotika gefunden. Dann gehe ich noch eins nach oben. Weil noch eins geht nicht nach oben. Gucken. Da liegt eine Medical Box. Wo? Hinter dem Vorhang. Hä, bei mir nicht?
Ja, guck mal in meinem Rucksack. Kannst du ein bisschen weit rausnehmen. Okay. Bei mir liegt echt kein, aber. Ich nehme mal eins. Zwei Blood Packs und Morphino. Dieses nicht hier zwischen dem Bett und dem Vorhang. Nee, nee, ist bei mir nicht. Scheint noch ein bisschen buggy zu sein. Eigentlich hier geht's noch hoch, oder? Ich geh nochmal hoch, guck mal, was da ist. Im anderen Treppenhaus kommt man hier nicht hoch. Geh nochmal eins weiter nach oben. Blattpick. Man kann hier jetzt einfach so aufs Dach. Aber das finde ich echt gut gemacht. Endlich mal zwei Eingänge nach hier oben. So kann man, ich hasse diese Häuser, wo man irgendwie hochklettern kann und dann können die Leute das einfach dauer bekämpfen oder können von da aus campen, ohne dass man anders hochkommt. Weil du hast ja auch keine Möglichkeit, wenn du so eine Leiter hochgehst, hast du nicht die Möglichkeit, irgendwie sofort zu schießen. Hi, Barry. Hi. Oh. Okay, dann lass weitergehen. Wir lassen uns weitergehen. Und die Scheiben sind jetzt von Anfang an kaputt, finde ich gut. Zombies spawnen auf. Was lachst du? Nix. Guck mal. Wo bist du? Hier. Guck mal, ne? In dem Moment, als du gesagt hast, pass auf, ne? Harry macht so. Ey, warte. Nee, nicht so. Fuck. So. So. So hat Harry gemacht, als du sagst, pass auf. So. Oder vorzugsweise so. Ey, Muckerne. Ich ja das schon, ich warn die mal eben. Die Infanterie kommt. Grüne Signal, Attacke! Boah, Perry, Mann. Du bist nicht. Kennst du das? Du wirst zwei Smokes auf die ein und dieselbe Fläche. Mal gucken, was der hier so hat. Ey, geil! Ich hab sein Haus erobert. Boah, richtige Profi-Base, der weiß, wie man Basen baut. Ein Briefcase ist hier. Was Voll? Für ein Briefcase? Ja, ein Briefcase. Voll. Kroll. Voll. Damage gemacht. Ein reiner Lootplatz. Ja, wann kommt man denn in das Haus hier rein? Kann man da nicht hin? Kann man nicht mehr raus? Ja, viel Spaß. Wer hat dich gefangen? Kommt jetzt nicht mehr raus. Gibt's den Balkon? Ach, hier drauf. Ah, hinten kommt man raus. Hinten ist die bessere Lösung. Ja. War bestimmt mal größer, ist bestimmt kaputt gegangen oder so. Ja. Eastbound oder so. Lass uns weitergehen. Aber sieht ganz cool aus auf jeden Fall, eine coole Idee. Ja. Aber eine miese Posi. Es geht, eigentlich voll die geile Posi. Ja, so für andere, der ist direkt am Trailer. So, ich bin hier fast angekommen. Sieht aus auf jeden Fall wie ein Building Supply Farm Spot. Schauen wir uns nochmal an, was er so zu bieten hat. In der Tat. Ist umzäunt. Boah, da sind aber einige Supply Spots. Nach Server Reset, jetzt das gleiche Server Reset, müssen wir unbedingt ganz schnell runterfahren. Wenn das da wieder ist. Ja, da wo wir. Hier steht ein bewaffneter M2-Hambi. Wahrscheinlich können wir hier auch. Sind wir hier auch Bots achten? Das Sorry Set sein wieder unten. Hier, meinst du? Erstmal hier hingehen? Ja, es ist ja auch AI-Construction-Zeit.
Das andere war wahrscheinlich ist hier Building Supplies nach Omisa zu holen, beim anderen halt Waffen. Könnte ich mir zumindest jetzt so zusammenreimen. Jo Leute, danke fürs Zuschauen. Es ist noch einiges passiert. Das wird morgen und übermorgen wahrscheinlich kommen. Also ich werde das heute noch zusammenschneiden und ja, dann mal schauen. Also ich denke, Samstag und Sonntag wird noch eine DayZ-Folge kommen. Einmal, wie wir so ein AI-Camp machen und einmal, wo wir ein bisschen fighten und eine Base auseinandernehmen. Deswegen seid gespannt. Ihr habt jetzt noch zwei ältere DayZ-Videos. Bis zum nächsten Mal.